Hey, willkommen hier zu einer neuen Die Sims 4 Let's Play Folge hier im Jahreszeitenhaus. Ich bin Daniel von SimFans.de und heute geht's weiter. Und die Lea, die ist noch fleißig im Garten, mitten in der Nacht hier. Ja, im Kleidchen auch noch. Hallo, I'm so sorry. Ja, hungrig und müde. Und ja, aber die Kids sind im Bett. Der Mann auch. Und der Mann hat heute was vor. Und zwar der Patrick. Der muss endlich mal der Lea einen Heiratsantrag machen. Ihr habt nämlich abgestimmt, die beiden sollen heiraten. Und zwar mit großem Abstand in den Gärten des Chalets. Dort, wo auch ein Date stattfand von Lea mit euren Sims. Ja, am Ende ist es Patrick geworden. Und ja, der Ort ist so schön dort. Und wir gucken mal, dass hoffentlich das Wetter besser ist. Was ist neu das Wetter? Na toll, rätselhaftes Wetter. Das heißt wahrscheinlich Sturm und Blitze und was weiß ich was. Aber es ist warm, immerhin. Und dann wieder Käfer hier, oh nein. Wir werden auch nicht mehr fertig. Gebiet mit Insektenspray. Gebiet. Gebiet. Das ganze Gebiet. Hier. Draußen fliegen ja auch schon die Flugzeuge rum und sprühen da irgendwas rum. Das heißt bei Regenwetter. So, wie geht's dir, Mädchen? Alles gut? Ja, genau. Sprühst mal ein bisschen rum. Das wird schon hier klappen. Chemiekeule. Tut man nicht alles für teure Rosen. Wir müssen hier auch noch 5 verschiedene Pflanzen weiterentwickeln. Das wird echt knappig, du. Das wird echt schwierig. Weil wir haben die erst angepflanzt und die anderen, die sind, glaube ich, schon auf Maximum entwickelt, dank Mama. Oh, wir müssen das alles auch ernten. Wie sollen wir das denn jemals schaffen, Julia? Sag mal, bitte. Bitte, bitte, das kann doch nicht sein hier. In der Saison, immerhin, ne? Die haben wir rausgepflanzt wegen der Saison. Ja, so blöd waren wir auch. Ja, Trigger rennt rum hier, unsere Rudolf-Katze. Rudolf! Trigger! Du bist schon wieder krank. Ach Mensch. Wo können wir denn hingehen mit dir, Patrick? Wo kannst du denn die Lea entführen für einen Antrag? Ich find's auch hier ganz schön, muss ich sagen. Da waren wir auch noch gar nicht hier. Oder wir reisen nach Windenburg. Direkt zur Location und machen den Antrag. Und ja, was ist das schön hier. Der Luftschiff-Welpenpark, da müssen wir mal wieder hin mit unserem Welpen. Unserem Muffin, der jetzt wieder Welpe ist. Ja, unglaublich. Dank Lias Alterungshappen. Jetzt geht's dir wieder gut, oder wie? Wieso bist du jetzt grün? Glücklich, wegen der Natur hier. Anjaja, hier sind auch Käfer. Also ich weiß auch nicht, wie ich das jetzt hier schaffen soll. Wir haben Kinder, wir haben Hochzeit, wir haben alles. Und ja. Es fehlt auch an allem. Ich würde jetzt mal sagen, du machst jetzt hier mal Stopp. Räumst auch keine Spielsachen mehr auf. Schnappst dir einen Snack, hier irgendwie so ein Basilikum und einen Apfel oder was ist das? Tomate. Und noch ein Spinat. Ausgewogene Ernährung. Peppbeere, das ist gut. Peppbeere essen und dann gehen wir ins Bett. Ja, sonst wird es nichts mehr, Mädchen. Wird schon Tag. Die Kids stehen schon auf. Oh nein, was ist mit euch los hier? Oh nee. Ich will wieder im Klo spielen. Planschen. Echt mal? Nein, das machst du nicht. Spiel mit deinem Bruder. Mit Julian. Noel. Komm, brabbeln. Lustige Gesichter schneiden. Lieblingsfarbe reden. Komm bitte. Jungens, passt auf. Hallo. Könnt ihr nicht mal ausschlafen, echt mal. Knuddel geht's hier. Komm, geht schlafen, bitte. Bitte geht schlafen, Jungens, komm, geht schlafen. Tauscht wegen mir die Bettchen. Ja, Bettchen tauschen, ja, das macht ihr wirklich jetzt, oder? Sehr gut. Lea, wie sieht's aus? Gehst du ins Bett? Bist du? Da bist du, sehr gut. Gute Nacht, haben wir es noch geschafft. Der Hunger ist auch halbwegs gestillt. Jungs, geht ihr ins Bettchen, bitte. Sehr brav. Fein. So, jetzt geht die Zeit hoffentlich auch mal schneller hier, oder? Ja, so muss es doch sein. So, wow, jetzt wird es ja doch schön heute. Wow, teilweise bewölkt. Ja, dann können wir das vielleicht... Ah, nee, jetzt regnet es. Ja, toll. Was ist los hier? Eieiei. Wir müssen heute zu Hause arbeiten. Ja, Pflanze erforschen müssen wir. 5 verschiedene, was müssen wir machen? Pflanzen erforschen. Eieiei, was machst du? Absetzen. Kindchen hat schon wieder Hunger. Der Mann schläft hier. Der kann ausschlafen, ne? Mach mal Frühstück bitte, Patrick. Komm.
Sonst wird es heute wieder nichts mehr. Das erstmal wegwerfen hier in die Spüle. Wir müssen jetzt mal Frühstück servieren. Mach mal einen Obstsalat, das kannst du hoffentlich. Komm. Aufgestanden, guten Morgen. Chakalaka hier, komm. Mama kümmert sich um euch. Kleinkind überprüfen. Ja, meine Babys. Ihr Kinder, ihr. Wir müssen jetzt den Garten auch nochmal ein bisschen pflegen. Dann erforschen wir mal die Schneeglöckchen. Kann ich das denn erforschen? Hier. Und dann alle... Oh, schon wieder alles hier verwelkt und verdorrt und Manometer. Echt mal. Jäten. Wir müssen jetzt alles mal verkaufen. Alles verkaufen. Ja, kann ich da nicht Mega-Verkauf machen? Scheiße, das geht nicht. Probiert das mal aus. Ey, wird hier gespielt? Kleiner Frosch. Oder Dino oder was auch immer. Echse. Wenn das hier ist. Ach, wie schön. Hubi. So, und du machst schon wieder Sauerei, Männchen. Menschi Machiko. Du musst noch Bücher weiterlesen und du musst noch zwei Bücher schreiben. Das ist alles so knapp hier, ne? Man muss ja echt besser managen. Jungens, was machst du jetzt schon wieder? Herumlaufen. Ja, lauf mal rum. Solange du nicht die Treppe runterfällst, alles gut. Boah, schon wieder Sauerei hier von den Kids. Kommunikationsfähigkeit. Redest du mit dem Tier hier? Umarmen und brabbeln. Dann mach das doch mal. Das bringt doch dann was. Das ist doch toll. So. Dann können wir dem Pancake hier auch einen Namen geben. Du kannst mal hier was lernen. Du kannst es mal D-Block Baby spielen. Mach das mal, das ist gut. Dann könnt ihr da oben was lernen. Denn du bist alleine, ne? War mir klar. So. Portion nehmen. Die Kids müssen auch was essen, bestimmt. Essen geben an. Noel. Apfelmus. Das Ding räumen wir mal weg. Essen geben an. Julian. Und zwar auch Apfelmus. So. Lea, I'm so sorry. Es wird nichts mit der Hochzeit. Und du? Bücher schreiben. Wir müssen jetzt erstmal Bücher lesen. Lesen. Angel sie dir. Und dann machst du hier weiterschreiben. Schreiben, weiterschreiben, ich der Kind. Wer letztes Mal schon die tolle Aura hier platziert. Guck dir Nachrichten an. Was gibt's Neues? Ja, wieder Demonstration in der Stadt. Hier, Jack ist auch beteiligt. In der WG. Unser neuer Mitbewohner. Was machst du jetzt? Um Tanzhilfe bitten. Ach, wie süß. Und du spielst mit dem Tablet? Sehr gut. Wird hier was gelernt wenigstens, ne? Lia, was ist los? Immer noch erforschen? Das ist okay, das kannst du machen. Genau, machst mal ein paar Fotos. Lia hat Schneeglöckchen recherchiert und das Notizbuch aktualisiert. Okay, komme ich da nicht rein? Da ist das Notizbuch. Schneeglöckchen werden im Schnee geboren. Okay, wegen mir. Ja, jetzt komm, alles ernten, alles verkaufen hier. Do it. Jetzt können wir uns mal einen Gärtner leisten. Das ist aber eigentlich schlecht, weil dann leveln wir die Fähigkeit ja gar nicht. Ja, Bücher lesen abgeschlossen. Dann auf, weiter mit dir. Ab, hopp. Ab mit dir. Zum Glück hat der wenigstens heute mal frei. Und du hast jetzt das auch geschafft. Erfolgreich hier alle. Schmutzwühlerin ist die Level 2, glaube ich, oder? Level 1 noch. Eieiei. Ist aber schlecht. Ja, wir müssen die verkaufen, sonst vergammeln die oder es wächst ja dann nicht nach. Das heißt weniger Kohle am Ende. Aber es ist alles hier voll verkackt hier. Voll mit Löwenzahn hier. Mann ey. Patrick, wie sieht's aus? Ist das ich, der Kind, bald fertig, wie es aussieht? Wow. Kids, was macht ihr mit der Katze? Spielen? Spielen. Wir müssen hier auch mal die automatische Reinigung aktivieren, dann kann das Ding nämlich für uns putzen. Das kannst du nicht als Kind. So, 12 Stunden. Wäre das noch nicht eingestellt? Hier auch, oder? Automatisch gerade ein und alle 12 Stunden, genau.
Gut, inspiriert ist er auch. Das freut mich doch. Und die Schreibenfähigkeit schon Level 4. Ist sehr gut, sehr gut. Ich, der Kind. Mhm. Und klappt. Ich hör's Geld in die Kasse. Kasse klingen. Die Haushaltskasse klingelt. Klingelingeling. Da ist schon wieder Hunger, ne? Dann iss mal das Kramszeug hier. Erdbeere essen. Dann kannst du hier mal eine Fokusbeere essen. Ist auch gut. Basilikum essen. Und die Blümchen kann man nicht essen, ne? Nochmal eine Erdbeere oder sowas. Ne, hier gibt's noch die Bohnen. Ne, Erbsen sind das. Was, kannst nichts mehr machen hier? Verkaufst du immer noch das Kramszeugs, ne? Karottenpflanzen. Ne, die Qualität lässt auch zu wünschen übrig. Eieiei. Mit dem Patchy wollten wir da auch noch sprechen. Mit unserem Herbstgeist. So. Wabwa, Katze, Katze. Versteckst du dich da hinter der Couch? Du bist ein Hundi. Ist kein Hundi. Katze checkt's, ne? So ein trotteliges Kind denkt sich die Katze. Spiel mit mir. Patrick, was machst du denn schon wieder? Guckst du nach den Kids? Guck mal, der lernt hier unaufhaltsam weiter. Was hast du denn hier im Inventar? Ach, das ist der Honig. Stimmt, das müssen wir auch noch machen. Oh. Anzug anziehen und dann mal Honig sammeln und hier auch Honig sammeln. Do it, do it, do it. So. Ha. Dir geht's gut jetzt? Du bist schon wieder müde, wie Sau, nee, ne? Machst du mal einen Kaffee, ist okay. Kannst du derweil auf Klo gehen, während das Ding läuft. It's okay, it's alright. Oh, der läuft aber schnell durch. Der läuft aber schnell durch hier. So. Komm, der ist doch schon voll, Mann. Getränk holen. Jetzt. So. Okay. Okidoki. Alright. Klappt das? Ich hoffe doch, oder? Machst du schon. So, kannst du den Anzug ausziehen. Sehr gut. Ja, das reicht soweit, ne? Komm. Ah, nein. Und die Bienen jetzt schon wieder angreifen. Ja, mach mal hier ein bisschen was zusammen. Du kennst den Julian noch gar nicht so gut. Aber mit freiem Oberkörper. So, Lia. Bist du wieder halbwegs fit? Komm. Trink den Kaffee. Outfit ändern. Wir gehen jetzt nämlich. Du ziehst mal dein Regenmantel-Outfit an. Oder ist kalt heute, ja. Zieh den mal an. Patrick, du bitte auch. Wo bist du? Wo ist das Kind? Komm, wir lassen das jetzt. Wir gehen jetzt Outfit ändern. Was ist denn du für ein Outdoor-Outfit? Wo ist es? Das da oder was soll das sein? Ja, probieren wir aus. Okay, wir reisen jetzt. Du machst jetzt den Antrag, Jungchen, ja? Auch wenn sie todmüde ist. Wir gucken uns gleich mal die Location an, wo wir dann auch heiraten werden. In Windenburg, hinter meiner Highschool, Gärten des Chalets. Da können wir doch hinreisen. Da mit der Lea. Komm, mach mal eine Reise. Eine Reise in die Gärten des Chalets, wo wir heiraten werden, was ihr gewotet habt. Ja, sehr cool. Ich habe mehrere Auswahlmöglichkeiten gelassen. Und mich freut, dass ihr das ausgewählt habt. Dann da haben wir noch nie geheiratet. Wir haben öfter mal in Maishuno Park geheiratet. Und ja, das ist dann eine neue, schöne Location. Wenn das Wetter denn mitspielt, das ist natürlich die Geschichte da dran, ne? So. Oh. Ist aber schlecht. Mach mal den Schirm hier auf. Lea, komm. Schirm. Regen spielen. Brauchst du keinen Schirm bei dem Outfit, wie das auch hier aussieht im Herbst. Gar nicht so toll. Das Lama ist verdorrt. Sieht aus wie Tag und Nacht hier, ist ja unglaublich. Nein, aber Mann, ist das doof. Hier ist gar nicht schön im Herbst irgendwie. Gut, vielleicht wenn die Sonne rauskommt. Dann geht mal zusammen hier hin. Komm mal hier hin. Zusammen hier hingehen.
Jungschen hier, komm, zusammen. Zusammen, zusammen, durch die Schule durch. Ja, Lea, komm. Ist nicht mehr in der Schule. Wir gehen in die Gärten des Chalets. Ist ein bisschen auch dämlich, dass ich meine Schule hier platziert habe, weil den Grundstückstyp kann man nicht ändern in Highschool. Und deswegen funktioniert das Teenager-Go-to-School-Gameplay gar nicht mit der Mod. Und ja. So, da kommen sie schon. Komm mal ein bisschen hin hier. Ein bisschen schneller. Weil ihr könnt euch auch hier knuddeln. Uah! Schon wieder hier rumgebackt hier. Echt mal. Sie hat echt schon wieder rumgebackt hier. Lea hat sich vorgebackt. So. Du machst jetzt hier Techtelmechtel im Busch. Tratschen. Komm, wir tratschen mal über andere hier. Also wieder hier was los hier. Rose anbieten. Komm, wir müssen mal ein bisschen hier jetzt. Romantic. Heiratsantrag machen. Patrick, trau dich, komm. Komm, du bist unser Community-Sim. Hier ist voll schön, wenn die Sonne scheint. Du, wenn wir heiraten, du hier, oder? Das wäre doch super, oder? So irgendwann mal. Ja, klar, ja. Sehr schön. Na, hier ist schön, oder? Müssen wir alles mal planen hier, alles bestellen hier bei simazon.de. Wenn wir staubsaugen hier, oder nee, müssen wir nicht. Aber was packt ihr denn hier so rum, so dreckig? So, guckt du mal, hier habe ich eine Rose für dich. Da kommt die Sonne raus, oder? Bisschen, die Schatten, die kommen schon hier. So, Heiratsantrag. Liebe Lea, möchtest du meine Simin werden? Nee, lass mal. What? Du. Oh nein, Lea, was machst du denn? Oh, wie fies. Komm, der kriegt trotzdem hier einen Kussi, oder? Im Regenküssen. Ist das eine besondere Küssen-Dingens hier? Flirten noch ein bisschen. Ach Leute, ihr seid echt so. Im Regenküssen. Wer kommt denn da schon wieder? Hallo, wir sind hier nur zu Besuch. Ja, I'm so sorry. Geh mal bitte weg hier. So. Aha. Emotionen beruhigen, das ist gut. Guck mal, das kannst du sogar, weil du das perfekte Kind bist. Oh, ein Geschenk. Jetzt kommt. Jetzt kommt, Händchen halten noch. Patrick. Doch, die kann das, guck mal. Leidenschaftlich küssen. Und jetzt probier das nochmal. So. Komm, knutsch da. Ich geh mal weg. Ja. Oh. Jetzt wird hier geknutscht. Komm bitte. Komm bitte, wollt ihr nicht heiraten? Ist das schon der Pfarrer oder was? Bitte heirate mich doch, Mädchen. Nein. Patrick, was ist denn los? Wieso habe ich denn ein Video hier? Wavy. Oh nee. Ja, das ist aber schlecht, Jungchen. Obwohl ihr beide voll hier seid, ne? So. Beste Freundin, Seelenverwandte. Sehr beschämt, zurückgewiesen wegen ablehnenden Antrags. Ja, Leute, was machen wir denn jetzt? Das ist jetzt die Frage. Ich habe gewotet, die beiden sollen hier heiraten. Jetzt ist aber scheiße. Die isst jetzt erstmal ihren Obstsalat. Tja, also das gefällt der Lea nicht so irgendwie. Die ist immer noch nicht ganz warm geworden mit ihrem Patrick, habe ich so das Gefühl. Ja. Lea, was machen wir mit dir? Ich hab schon Kinder. Ja, das ist jetzt hier die Frage. Also die Entwicklung, die hat mich jetzt schon sehr... Also dachte ich nicht, dass es zweimal schief geht, aber anscheinend ist das hier... Ja. Gut, dann, was ist denn hier los? Ja, hallo? Oh, können wir das Bild klauen? Was ist denn los? Sky, möchtest du zu meiner Geburtstagsparty kommen? Ins Futuristic Bungalow hier.
Hallo? Ja, das ist jetzt aber ein bisschen blöd. Seit wann hast du Geburtstag, Sky? Du bist doch noch gar nicht so weit. Die verarscht uns doch. Was soll ich denn jetzt machen? Aber die hat gar nicht Geburtstag, oder? Die hat schon Geburtstag. Na gut. Na gut. Wir gehen mal zum Geburtstag. Bisschen Ablenkung ist vielleicht ganz gut. Mit dem Patrick. Komm, wir nehmen auch gleich die Luna mit. Und den Felix und die Lila und die Rose. Komm, trommel die Family mal zusammen. Jack und Blue und Hannah, das geht wieder nicht. Verdammt. Dann lassen wir den Jack. Der wohnt doch eh da, oder? Ja, ja gut. Also es ist jetzt hier wieder wirklich... Was machen wir jetzt, Leute? Nochmal probieren. Hochzeit abblasen. Patrick verlassen. Irgendwie nochmal langsam angehen lassen. Also wie gehen wir da weiter vor? Das ist jetzt your choice. The choice is yours. Die Wahl liegt bei euch. Ihr entscheidet. Oh Gott, schneit's hier schon? Nee, ernsthaft mal? Ernsthaft? Wir haben gerade mal Herbst. Was ist das für ein Wetter heute? Echt mal, das ist auch noch eine Oasis Springs. Rätselhaftes Wetter. Schneefall bei Sonne. Das glaube ich auch. Eieiei. Wo ist denn die Sky jetzt? Du bist voll unwohl hier, ne? Ja, geh mal auf das aktive Grundstück zurück. Wo ist denn die Sky? Hallo? Sky? Die ist bestimmt arbeiten oder so. Haben wir schon? Sind wir schon da? Ja, wir sind schon drin. Sky, wo bist du denn? Sky, Schatzilein, du hast uns eingeladen zum Geburtstag, bist gar nicht da. Da war Stella, wo ist denn deine Mama? Deine Schwester. Deine Mama. Wo ist die Mama? Ach komm jetzt. Wo ist denn die jetzt? Da ist die Rosie am Computer, im Bad ist niemand. In der Küche ist auch niemand. Das ist jetzt aber doof hier. Lädt uns die hier ein und dann ist sie nicht da, die Trulla. Was sind du für eine? Sky, Schatzilein, wo bist du denn? Plaudern. Hey Sky, wo bist du denn? Ich chill hier in deinem Whirlpool. Hier schneit's komischerweise. Ich sehe aus wie ein Cupcake. Bitte komm nochmal hier zu deinem Geburtstag, den du angeblich hast. Patrick, so scheiße. Na du Armer, echt mal. Oh, unmerkliche Begegnungen zurückgewiesen. Scheiße, ne? So kann's gehen. Eieiei. Ups. So voll ins Foto reingepackt. Gehst du erstmal hier pieseln. Auch noch im Stehen hier. Echt mal. Wer ist denn das hier? Was ist denn das für eine? Okay. Ja, wo ist denn die Sky jetzt? Das kann ja jetzt mal irgendwie nicht sein hier, oder? Sky, wo bist du denn? Das ist ein Scherz, oder was? Hier wieder immer diese Geburtstage, zu denen man eingeladen wird. Am Ende ist doch nichts. Oh. Ja, Sky, was ist denn los hier? Kann man irgendwie die nicht da sind, irgendwie einladen? Kann man einladen. Gruppe zum Abhängen einladen. Genau, kannst du vielleicht deine Gruppenversammlung hier starten? Aber ich glaube, das geht nicht, ne? Ist das hier starten? Hat begonnen. Doch, dann geht's. Dann müsste die jetzt hier kommen, die Sky, oder? Ja. So geht's. Hallo Sky, anscheinend hast du ja Geburtstag. Begrüßungskomitee. Oh, wie ist denn dein Liebesleben? Das war ja in den letzten Folgen sehr. Ja gut, also ich glaube, du hast nicht Geburtstag, wie das aussieht. Nee. Wir sind doch voll verarscht hier, du Alte. Du Nudel. Was macht denn deine Schwester hier für einen Scheiß mit uns? Aber du hast die Lea gerettet. Alle gucken den Roby an, ne? Das ist wieder das Lila hier im Halloween-Outfit. Lila, du bist einen Monat zu früh. Ja. Ne, es ist schon blöd, Patrick. So ist es halt, ne? Was für eine Nudel. Lässt sie dich einfach abblitzen.
Ja, ja. Tja, was soll ich tun hier? Was soll ich tun? Es ist, wie es ist. Schnapp dir den anderen da. Rosie hier die ganze Zeit am Zocken wieder, oder was? Echt mal? Ja, Sky, ich weiß auch nie, was du jetzt mit dir jetzt los ist hier, aber ist okay. Freundlich. Gratulieren. Doch, da ist doch hier Gratulieren hier. Guckst du mal, hier gibt's ja Gratulieren. Gratulieren. Jetzt ist wieder warm. Ist ein komisches Wetter. Also rätselhaftes Wetter heißt ständige Umschwünge, ständige Wechsel. Chaka, chaka, laka. Yay. Glee Girls, Glee Ladies. Und? Hast du jetzt halt wirklich Geburtstag? Ja, alles Gute dann. Ja, danke dir. Danke, ne? Sagt sie wirklich. Warst du eigentlich auch mal in der Schule? Nee, damals ging ja die Mod nicht hier, ne? So. Ja, ich danke euch fürs Zuschauen. Das war's für heute. Sehr chaotisch. Wieder nächstes Mal geht's weiter mit unseren Families hier im Let's Play. Oder natürlich dann jetzt noch bei einem anderen Video eurer Wahl. Falls ihr noch mögt, dann ganz viel Spaß. Und ja, bis dann. Macht's gut. Ciao.